Hi Leute, das ist Sanu hier und willkommen zu einem neuen Video zu Division 2 und tatsächlich zu einem ganz wichtigen. Meines Erachtens sollte das wirklich schon deutlich schneller passieren müssen hier, aber wir wissen, dass die ein kleines Rumpelteam haben. It is what it is. Aber trotzdem hätten sie mit so ein paar Sachen, besonders mit der Delta-Situation in New York, hätten sie schneller reagieren sollen. So, eben haben sie angekündigt, wie gesagt, morgen, November, der 12. November, gibt es, wie meist immer dienstags, eine Wartung von angesetzt 9:30 bis um 10:30. Wir wissen, dass das variieren kann. Und jetzt schauen wir uns mal an, was es hier alles gibt. Okay, Stabilität. Behebungen des Problems mit Delta-03-Fehlern und Server-Disconnects auf der New York-Map. Halleluja, danke dafür. Behebung des Problems mit Delta-04-Fehlern beim Laden des Spiels. Und den hatte ich tatsächlich nicht, aber New York, ne, wie alle anderen, Katastrophe. Verschiedene Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen wurden hinzugefügt. Sehr gut. Prioritätsziele. Saisonale XP wurden als zusätzliche Standardbelohnung für alle Prioritätsziele hinzugefügt. Und stattdessen aus dem versteckten Belohnungspool entfernt. Das ist cool. Das heißt, man kriegt für jegliche Prioritätsziele bekommt man Season XP. Das ist sehr, sehr cool. Das ist natürlich bitter für uns alle, die den Bug gehabt hatten. Aber it is what it is, ne? Die saisonalen XP-Werte skalieren je nach Art des Ziels wie jede andere Belohnung. Behebung des Problems, bei dem saisonale XP und Belohnungen bei Abschluss konfliktbasierter Prioritätsziele nicht gewährt wurden. Und da ich Konflikt nicht ausprobiert habe, wusste ich nicht, dass das auch dass es da einen Fehler gab. Okay, zum Glück gefixt. Globale Modifikatoren werden nun aus Raids rausgenommen. Ich persönlich fände es cool, wenn sie drin bleiben und die Mechanik des Ausstellens deutlich besser funktioniert. So kann man, je nachdem, wie man Bock drauf hat im Raid, halt doch mal mitspielen. Okay. Behebung des Problems, bei dem Akro-Symbole über Feinden mit Feindmodifikatoren angezeigt wurden und sich mit der Gesundheitsleiste und der Stufenanzeige der NPCs überlappten. Ah, das heißt, die waren versteckt und deswegen hat man sie nicht gesehen, oder was? Ist das der Fehler? Ich hoffe es, dass sie das gefixt haben. Behebung des Problems, bei dem der Effekt des Modifikators Bait and Switch nicht ausgelöst wurde, wenn er ausgerüstet oder in Anwesenheit von Feinden aktiviert wurde. Okay. Behebung des Problems, bei dem der Effekt des Modifikators Pressure Piston nicht angewendet wurde, wenn er ausgerüstet oder aktiviert wurde und Feinde sich bereits in seiner mittleren Reichweite befanden. Also ich meine, generell, ja, ist ein Glück, weil, wie gesagt, wenn da ein Bug drin ist, das ist halt extrem ärgerlich noch, gell? Deswegen auf jeden Fall eine gute Sache. Behebung des Problems, bei dem Modifikator-Details im Kontaminiert-Tab angezeigt wurden. Das ist nicht so wichtig. Die Season-Reise. Hinzufügen eines Hinweises, der klarstellt, dass Reisemissionen auf schwierig oder höher abgeschlossen werden können. Behebung des Problems, bei dem übermäßige XP nach Abschluss eines der Ziele in der Season-Reise vergeben wurden. So, hier ist der Fix für den Season-Pass morgen, sodass er nicht mehr so extrem hoch springt. Ne? Weißt du, wir hatten es ja eh schon angesprochen, dass manche hier haben ein paar Missionen gemacht und waren dann Level XY, obwohl viele das nicht wollten. Einige fanden es lustig und fanden es gut, aber einige auch nicht. Also es wird nicht passieren, dass sie uns irgendwas wieder wegnehmen und hin und her. Es wird nur für die Zukunft gefixt. Finde ich persönlich auf jeden Fall besser. Ne? Das zusammen mit der Änderung, dass man hier für jegliches Prioritätsziel halt Season Pass XP bekommt, ist es auf jeden Fall eine super Sache. So, dann gibt es noch weitere Änderungen. Behebung des Problems, bei dem falsche Skin-Vorschauen im Season Pass und im Store angezeigt wurden. Okay. Behebung des Problems, bei dem das Isaac-Hologramm bei weiblichen Charakteren bei Aktionen wie SRD-Levelaufstieg zum Schurken werden oder Rückruf um Unterstützung bei Nutzung des Gunner, Rigger, Hunter-Kits oder Lucky-Rucksacks fehlplatziert war. Ach, das sind wieder so ganz spezielle Dinger, keine Ahnung. Behebung des Problems, bei dem Xbox-Steuerungen angezeigt wurden, wenn ein PlayStation 4 oder PlayStation 5 Controller verwendet wurde. Oh, das ist tatsächlich ganz cool. Bin mal gespannt, ob das dann funktioniert, wenn ich mit meinem PlayStation Controller auf dem PC mal unterwegs bin, im PTS oder so. Da waren ja auch die Xbox Controls. Das ist tatsächlich cool. Mal gucken, ob das dann auch funktioniert. So, mehrere Audio-Probleme wurden auch noch behoben und weitere kleine UI-Korrekturen. Ne? Also die Übersetzungsdinger und so, aber das sind ja eh immer, ich weiß nicht, wer denen das immer ins Deutsche übersetzt, aber ist eine Katastrophe. Ja,
Auf jeden Fall sind auf jeden Fall ein paar wichtige Sachen drin. Freue ich mich. Man kann New York wieder besiedeln, ohne dass man einen Herzkasper kriegt. Deswegen, ja, ziemlich coole Sache. Leute, das war's von mir. Lasst mir gerne ein Abo, Like da. Schaut gerne auf Twitch und bei uns am Discord vorbei. Und ich sage, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.